Megalith erschien bei uns 1992 und ist eines dieser Spiele mit einem Cover, welches quasi gar nichts mit dem Spiel zu tun hat und viel epischer aussieht. Ihr seht sicherlich, was ich meine. Das heißt jetzt aber nicht, dass das Spiel nicht gut wäre. Nein, es ist vielleicht die Essenz eines guten Gameboy-Spieles. Es bietet eine sehr einfache Spielmechanik mit überschaubarer Präsentation, die jedoch richtig Spaß macht. Aber genug der langen Vorrede, wie spielt es sich denn jetzt? Ihr steuert diesen kleinen, fast schon Kirby-ähnlichen Klon. Eure Aufgabe ist dabei immer die gleiche. Alle Blöcke im Level müssen den Boden berühren. Um das zu erreichen, könnt ihr springen und per Tastendruck die Blöcke drücken oder ziehen. Klingt jetzt gar nicht erstmal nach einer so riesigen Herausforderung, aber es gibt natürlich einen großen Haken. Die Blöcke sind anscheinend nicht sehr stabil. Fallen diese nämlich aus einer zu großen Höhe auf den Boden, zerbrechen sie. Das Spiel führt also nur diesen ganz kleinen Faktor ein und gleich ist dann alles doch nicht mehr so einfach. Ihr müsst also genau überlegen, wo ihr welche Blöcke hinbewegt. Da müsst ihr zum Beispiel mal andere Blöcke erst einmal stapeln, um den Fall eines anderen abzubremsen. Klingt jetzt alles sehr einfach, aber gerade dadurch ist es richtig suchterregend. Vor allem, weil euch das Spiel auch ordentlich Content bietet, durch das ihr euch durchwühlen könnt. Es gibt insgesamt 60 Level, die auf zwei verschiedene Spielmodi verteilt sind. Einmal den normalen und den Quest-Modus. Beim Quest-Modus ist im Prinzip der einzige Unterschied, dass es noch zusätzlich ein Zeitlimit gibt. Also, was taugt Megalith? Ich hatte vom Cover her natürlich etwas anderes erwartet, aber das Spiel an sich ist ein sympathischer kleiner Action-Puzzler, der perfekt zum Gameboy passt. Wenn ihr mal auf solche einfachen Spielprinzipien steht, könnt ihr hier nichts verkehrt machen. Palamides ist ein nettes Puzzlespiel. Es erschien 1991 bei uns und im Jahr vorher in Japan. Nordamerika hat kein Release abbekommen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie einer dieser gefühlt tausenden Tetris-artigen Spiele auf dem Gameboy. Gefühlt wollte jede Firma etwas von diesem großen Puzzlerkuchen abhaben und wieso auch nicht? Passt das schließlich perfekt zum System. Das Spiel an sich ist schnell erklärt. Am oberen Rand habt ihr Steine mit verschiedenen Zahlen von 1 nach 6. Die Optik ist dabei den klassischen sechsseitigen Würfeln nachempfunden und so sieht man schnell auf den ersten Blick, welche Zahl da gerade steht. Die Übersichtlichkeit wird dann auch durch verschiedene Hintergrundfarben der einzelnen Zahlen gesteigert. Nach der Zeit rücken immer weitere Reihen mit einer zufälligen Kombination der Würfelseiten nach unten. Als erfahrener Puzzlespieler weiß man sofort, wenn die Reihen am unteren Bildschirmrand angekommen sind, ist Game Over. Um das zu verhindern, steuert ihr euer kleines Männchen am unteren Bildschirmrand. Um einzelne Steine verschwinden zu lassen, müsst ihr einfach dieselbe Zahl auf den entsprechenden Block werfen. Der verschwindet dann in eure Reserve. Was wir mit dieser Reserve machen, erkläre ich euch gleich. Munition zum Abschießen habt ihr unendlich, jedoch müsst ihr natürlich immer die Zahl entsprechend anpassen. Und hier liegt die Schwierigkeit an diesem Spiel. Durch den Druck auf die B-Taste schaltet ihr durch die einzelnen Zahlen. Jedoch geht dieses nur aufwärts. Heißt also, im Worst Case, wenn ihr gerade eine 4 in der Hand habt und als nächstes eine 3 braucht, müsst ihr 5-mal durchschalten. Ihr merkt schon, aus diesem Grund wird es schon einmal ziemlich stressig, da der Würfelball natürlich unaufhaltsam nach unten rutscht. Da ist das Ganze nicht so einfach, wie ihr denkt. Aber zum Glück habt ihr nämlich einen kleinen Trumpf in der Hinterhand. Die angesprochene Reserve. Drückt ihr nämlich nach unten, wird diese eingesetzt und bis zu 5 Reihen verschwinden. Nutzt dieses Weise ein, denn sonst habt ihr keine Chance. An Spielmodi wird euch jetzt etwas Abwechslung geboten. Entweder das normale Einzelspiel, ein Zwei-Spieler-Modus oder ein Turniermodus. Letzteres ist der Zwei-Spieler-Modus, nur halt gegen den Computer und als Turnier. Was halte ich also von Palamides? Als ich die Bilder von dem Spiel gesehen habe, war ich schon ziemlich angetan. Die Grundidee ist klasse, aber dass es so stressig wird, habe ich mir dann doch nicht gedacht. Es ist eben nicht so einfach, wie man denkt. Das heißt jetzt jedoch nicht, dass das Spiel schlecht wäre. Im Gegenteil, wenn ihr ein etwas stressigeren, aber einfach gescheitertes Puzzlespiel spielen wollt, könnt ihr hier definitiv nichts mit falsch machen. Baseball Kids ist in Japan 1990 erschienen und im selben Jahr in Nordamerika unter dem Namen Bases Loaded. Bei uns in Europa erschien es nicht. Ich denke mal, das liegt an einer eher geringeren Popularität der Sportart hier bei uns. Schon allein bei den Namen dürfte es euch nicht wundern, es erwartet euch hier eine Umsetzung der Sportart Baseball. Natürlich ist dieses System bedingt nicht super tiefgründig, aber das ist ja für den Casual-Spieler ja nicht unbedingt verkehrt. Außerdem ist es auch für Nicht-Japaner gut verständlich, da die meisten Texte auf Englisch sind.
Eine kleine Vorwarnung vorweg, ich habe bestenfalls Grundkenntnisse, was die Sportart angeht, daher bitte ich um Entschuldigung, falls ich hier etwas falsch betiteln sollte. Wie angesprochen ist das Spiel im Prinzip sehr geradlinig. Ihr habt bei dem Spiel die üblichen Auswahloptionen betreffend Mannschaft und Spieler und dann werdet ihr schon in das Match reingeworfen. Wie bei jedem anderen Baseballspiel auch, ist hier der Kern des Spiels natürlich entweder das Schlagen des Balles oder auf der Gegenseite das Werfen. Beim ersteren braucht ihr entsprechende Reaktion und damit kommt ihr dann ganz gut weit, wenn ihr eure Position dann richtig aufgestellt habt. Beim Werfen könnt ihr hingegen noch etwas mehr auswählen. Soll es ein Kurvenball werden? Wenn ja, links oder rechts? Gelingt der Abschlag oder der Wurf, muss die andere Mannschaft natürlich den Ball fangen und die Läufer laufen ihre Bases ab. Ich verzichte an dieser Stelle auf eine Erklärung der Sportart. Für mich als Laie scheint dieses jedoch alles gut umgesetzt worden zu sein. Das gilt auch für die Technik. Alles sieht liebevoll gestaltet aus und passt einfach. Wenn ihr also Bock auf ein gutes, einfaches Baseballspiel habt, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen. Vor allem, weil das Modul jetzt auch nicht gerade das teuerste ist. Das war diese Gameboy Shorts Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.